Ein gesunder Wald ist wichtig, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Diese Erfahrung hat Sebastian Plessner gemacht, als er im Jahr 2018 die großen Schäden von Orkantief Friederike und des nachfolgenden Hitzesommers im Teutoburger Wald erlebt hat. Die Monokulturen, die wir jetzt haben, sind sehr extrem anfällig für verschiedene Extremwetterereignisse, für Stürme, für Schädlinge vor allem, die auch die Fichten größtenteils zerstört haben in Deutschland und Mitteleuropa. Und um das zu umgehen, proaktiv dahingehend zu handeln, setzen wir halt auf Mischwälder mit verschiedenen Nadel- und Laubbaumarten, die auch nicht alle aus dem Land Deutschland kommen, sondern teilweise auch ausländisch sind, um halt auch die Extremwetterereignisse zu überleben. Und wenn ein Schädling den Baum anfällt, sind dann noch genug andere Baumarten, die trotzdem Grün bringen. Der Magdeburger Student hat das Projekt seit 2018 im familiären und freundschaftlichen Kreis weiterentwickelt und im November 2022 auch an die Universität Magdeburg gebracht, wo er viele Studierende von der Idee begeistern konnte. Sie pflanzen Setzlinge in Blumentöpfe und geben sie zunächst an befreundete Baumpaten weiter, die sie in ihrer Wohnung oder im Betrieb aufziehen. Die Bäumchen sind schon vorgedüngt, sodass sie nur Wasser und einen sonnigen Platz brauchen. Es sind vor allem Baumarten, die klimaresistent sind, sodass auch in den nächsten 50 bis 100 Jahren mit den Prognosen, die wir heute zur Verfügung haben, die Baumarten gesund überleben können und nicht viel Pflege benötigen und den Wald trotzdem grün machen. Christian Martinka, Geschäftsführer des Unternehmens Elbkonzept, ist Baumpate der ersten Stunde und war sofort begeistert von den kleinen Bäumchen. Die Mitarbeiter haben sich sehr gefreut, als wir das eingeführt haben. Wir hatten bisher eben viele Pflanzen im Büro, die wurden mal mehr, mal weniger gegossen. Und mit der Einführung der Bäume gab es einfach eine Art Verantwortung, die übertragen wurde. Und damit ist auch das Gießen inzwischen kein Problem mehr. Diese Wirkung der Bäume auf die Menschen ist vom Team Zimmerwald so gewollt. Unser Projekt ist wichtig für eine nachhaltige Gesellschaft, weil wir nicht nur Bäume in den Wald bringen, sondern auch teilweise den Menschen den Bezug zum Baum näher bringen. Das heißt, dass eine emotionale Bindung zum Wald dann auch entsteht, dass man dort keinen Müll mehr hinschmeißt oder auch keine Zigaretten mehr wegschmeißt. Dass das Ganze so einen kleinen Bildungsaspekt hat, so einen kleinen sozialen Aspekt, aber auch, dass unsere kommenden Generationen in einer schönen und grünen Natur leben können. Der große Vorteil ist, dass Bäume viel mehr CO2 binden können als Zimmerpflanzen. Bäume kann man bis zu einem bestimmten Punkt, wie wir ja auch machen, im Zimmer halten, in ganz normalen Containern, Töpfen und dann pflanzen wir sie aus. Das Ganze wird dann ein richtiger Baum, das heißt, er speichert die Masse an Holz, die dann in 80 Jahren sind, das von einigen 100 bis 1000 Kilogramm an CO2 und hat somit seine gesamten Bilanz sowieso wieder gebunden und natürlich noch viel mehr und viel mehr Sauerstoff produziert, als eine Zimmerpflanze kann. Und so gehen heute Sebastian Plessner und Richard Gerstmann in den Wald und pflanzen neue Bäume. Die BaumpartInnen erhalten dann neue Setzlinge, sodass in den nächsten 50 Jahren ein neuer, gesunder Mischwald heranwachsen kann.